Einen wunderschönen guten Abend, Glück auf und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von Megional. Wir haben wieder die neuesten Informationen aus unserer und für unsere Region. Ich freue mich, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben. Heute sprechen wir über das Wetter von gestern. Da gab es nämlich einiges zu sehen und außerdem haben wir wieder die Bilder des Tages für Sie und Frank Langer war unterwegs in Katharinaberg und hat dort die Schule besucht. Bei einem spannenden Projekt wurde dort nämlich das Schulgebäude neu gestaltet. Wir waren mit dem Club Deutsch-Tschechische Partnerschaft am 25. Juni zu Besuch in Tschechien. Wir besuchten die Schule in Katharinaberg, die ja nur einen Steinwurf von Deutsch-Neudorf entfernt liegt. Das renovierte Gebäude ist ein typischer Schulbau am Erzgebirgskamm, wie man ihn auch auf deutscher Seite kennt. Die Klassenzimmer und Gänge im Schulhaus sind sehr frisch zusammen mit den Schülern gestaltet worden. Die Schulleiterin hatte den Kontakt zum Club gesucht, wie hat Vladan Renak berichtet. Es kam so, dass Jana, die hat gesehen, die Sendung bei Upadika, was du gemacht hast, und sie hat mich dann nachfolgend angesprochen mit der Bitte, sie möchte eine Freundschaft oder Partnerschaft zwischen Schulen aufbauen. Gut, dann wir haben uns getroffen und erste Besprechung geführt und dann, jo, dann sind wir hier und wir sprechen alle darüber und planen etwas schon. Wie viele Schüler gehen hier in die Schule? Wie viele Schüler? 95. Und in welchem Alter, von welchem Jahrgang, welche Klassen sind das? Die erste Klasse hat, also wir anfangen bis 6 Jahren und unsere älteste Schüler haben 15 Jahre. Also sie sind 15 Jahre alt. Sie sind 15 Jahre alt. Ja, die Neunklässler und die Erstklässler kommen mit 6 oder 7 dann. Welche Fächer werden alle unterrichtet? Wir haben die ganze Spektrum, die Fächer. Zum Beispiel, wir haben Biologie, Chemie, fremde Sprache und auch tschechische Sprache und so weiter. Ja. Aber wir sind normale Grundschule und wir sind zusammen mit Kinderschule. Aus welchem Einzugsgebiet, wo kommen die Schüler her, aus welchen Orten hier? Es gibt Kinder aus Hora Svaté Kateřiny, aus Nová Ves v Horách, aus Brandov, aus Mníšek und aus, das ist alles, ja. Malý Háj zum Beispiel. Also sind im Prinzip Kinder, die auch an der deutschen Grenze wohnen und die auch den Austausch möchten? Die Kinder möchten eine Kameraden oder Freunde machen in Deutschland. Und das ist für sie eine Möglichkeit, fremde Sprachen zu vertiefen. Ja. Der Urbanhauer Lars Helbig freut sich noch aus einem anderen Grund. Also für mich ist es heute ein ganz interessanter Tag, auch sehr bewegend, weil mein Schwiegervater stammt aus diesem Ort, Katharinaberg, ging hier auch zur Schule bis 1945. Deswegen hatte ich schon mal privat ein eigenes Interesse. Das ist auch der Grund, warum wir den Club eigentlich gegründet haben, um das Verständnis füreinander wiederherzustellen. Und wenn wir das schaffen, dass wir das, was wir Erwachsenen leisten, was heißt leisten, wir haben ja da Spaß dran, für uns ist das ja selbstverständlich. Wenn wir das schaffen, auf die Kinder zu übertragen, dass man sich füreinander interessiert und gemeinsam sein Leben bestreitet, Spaß hat, die Herausforderungen annimmt, die Kultur des anderen kennenlernt, wenn wir das schaffen, auf schulischer Ebene, perfekt. Ihre erste Fremdsprache ist Englisch und sie lernen sie von ersten Klasse und dann von siebten Klasse lernen sie Deutsch, so nur drei Jahren zweimal pro Woche. Wenn die Kinder jetzt versuchen, den Austausch untereinander zu finden, das heißt, es müsste mal mit deutschen Kindern, müssten sie zusammenkommen, vielleicht mit einer deutschen Schule, wäre das Ihr Wunsch? Ja, wir möchten die Kooperation einführen und wir möchten die gegenseitige Besuche zu machen
und dass die Schüler können den Unterricht besuchen und gemeinsame Ereignisse machen und ja, und auch, dass die Schüler können gemeinsame Verhältnisse und Beziehungen zu bilden und miteinander zu sprechen und ihre Deutsch- und sowohl Englischkenntnisse zu verbessern. Und wir können damit auch der Freizügigkeit des europäischen Raums verwerten. Man möchte aktiv in den Austausch treten. Die Nähe zum Nachbarland ist ein Grund dafür. Der Club Deutsch-Tschechische Partnerschaft wird in den nächsten Wochen aktiv auf Schulen zugehen und versuchen, eine Verbindung herzustellen. Und ich möchte auch eine Partnerschule mit Schulleiterin aus Deutschland machen, weil ich glaube, das ist immer sehr inspirierend. Ja, inspirierend, ja. Mhm. Wir bleiben in Kontakt und werden sicherlich erfahren, ob das geklappt hat. Genau, da bleiben wir auf jeden Fall dran. Ein verlorenes Ladungsteil hat vergangene Woche Dienstag einen Unfall auf der B101 verursacht. Jetzt wendet sich die Polizei erneut an die Öffentlichkeit mit einem Zeugenaufruf. Mehr dazu von Fabian Kröer mit dem Polizeibericht. Großhartmannsdorf und Pockau. Verlorene Ladung zog Unfall nach sich, Zeugengesuch. Bereits am vergangenen Dienstag veranlasste das Polizeirevier Freiberg einen Zeugenaufruf zu nachfolgend geschilderten Unfall. Um den Kreis möglicher Zeugen zu erweitern, veröffentlichen wir den Zeugenaufruf erneut. Ein bisher unbekannter LKW fuhr am genannten Dienstag, dem 22. Juni, um 16.10 Uhr die Hauptstraße B101 in Richtung Pockau und verlor auf Höhe der Einmündung Losen in einer Rechtskurve einen Teil seiner Ladung. Dieser Gegenstand, ungefähr 80 bis 100 Kilogramm schwer, prallte auf die Fahrbahn und blieb dort liegen. Gleichzeitig befand sich der 58-jährige Fahrer eines PKW Mercedes im Gegenverkehr, der mit der Ladung kollidierte. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der unbekannte LKW, der weiß lackiert und mit einem Ladekran ausgestattet gewesen sein soll, setzte seine Fahrt in Richtung Pockau fort. Wer kann Angaben zu dem unbekannten LKW machen? Hinter dem LKW sollen weitere Fahrzeuge gefahren sein, deren Fahrzeugführer wichtige Zeugen sein könnten. Unter Telefon 03731 700 werden Hinweise im Polizeirevier Freiberg entgegengenommen. Olbernhau, Graffiti gesprüht. Unbekannte Täter haben in der Zeit vom 26. Juni 20.45 Uhr bis zum 28. Juni 7 Uhr in der Straße zum Popschen Gut mit pinker und schwarzer Farbe mehrere Graffiti auf einer Fläche von etwa 10 Quadratmetern an einem Geschäftsgebäude angebracht. Neben verschiedenen Buchstabenfolgen wurde unter anderem auch ein polizeifeindlicher Schriftzug gesprüht. Die Kosten zur Beseitigung der Schmierereien sind noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Tschopau. Rückwärts Fußgänger erfasst. In der Waldkirchner Straße fuhr am 29. Juni um 9.50 Uhr die 65-jährige Fahrerin eines PKW BMW rückwärts von einem Grundstück auf die Fahrbahn. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem auf dem Gehweg laufenden 86-jährigen Fußgänger, der durch den Anstoß stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Sachschaden wurde bei dem Unfall keiner bekannt. Gestern war ja ganz schön was los gewesen am Himmel. Es hat geschüttet wie aus Eimern. Diese Bilder hat Tobias gestern aus unserem Bürofenster geschossen. Echt enorm, was da alles runtergekommen ist. Die Unwetter sind die Vorboten des neuen Tiefdruckgebiets Xero. Besonders spektakulär war gestern Abend aber der orange gefärbte Himmel gewesen.
Ich habe mich da mal bei Tobias erkundigt. Die Verfärbung kommt durch die Verschmutzung in der Atmosphäre und den Winkel der Sonnenstrahlen. Ein großartiges Spektakel, wie ich finde. Ja, und ob wir mit solchen Unwettern jetzt öfter rechnen müssen oder ob der Hochsommer endlich einsetzt, Tobias, du hast die Antworten. Hallo Jakob. Ja, da ist schon wieder Halbzeit in dieser Woche und der Juni ist auf den letzten Metern der Zielgerade. Eigentlich müsste jetzt Ende Juni Hochsommer sein, aber der Sommer befindet sich aktuell in einer schöpferischen Pause. Doch, und so viel kann ich schon mal sagen, sehen die Prognosen für die kommende Woche recht gut aus. Heute Abend und in den Nachtstunden zeigt sich der Himmel über unserem Sendegebiet leicht bewölkt oder sogar wolkenlos und wir bekommen die Sterne und den abnehmenden Mond richtig gut zu Gesicht. Von den paar Wolken, die da am Himmel rumgeistern, geht keinerlei Niederschlagsgefahr aus. Die Wahrscheinlichkeit trägt schlicht und ergreifend die Null. Die Temperaturen, liebe Zuschauer, sorgen für ein gutes Schlafklima in den Schlafzimmern. In Olbernhau, Niederneuschönberg zeigen die Thermometer 11 bis 13 Grad an. In Marienberg am Bergmagazin werden 10 bis 13 Grad erwartet. Und in Zschopau steht der Dicke Heinrich bei 12 bis 14 Grad im Schlosshof vom Schloss Wildeck herum. Der Wind weht dabei nur schwach mit um die 7 Kilometer pro Stunde aus Südwesten. Morgen am 1. Juli erwarten wir den temperaturmäßigen Tiefpunkt der Woche. Der Tag beginnt zwar wolkig mit kurzen sonnigen Momenten, aber bereits in den Vormittagsstunden zieht es komplett zu und das Regenrisiko klettert auf 90%. Ja, und der Regen begleitet uns auch weiter in den Nachmittag hinein. Am Abend lässt der Regen dann nach und bedeckt aber trocken geht's dann in die Nacht hinein. Die Sonne bekommen wir morgen maximal eine Stunde am Ende des Tages zu Gesicht. Ja, und so sehen dann auch die Temperaturen aus. In Pfaffroda-Schönfeld werden Werte von 11 bis 14 Grad erwartet. In Wolkenstein rund um den Markt schleppt sich das Quecksilber auf 12 bis 15 Grad. Und in Gornau am Rathaus stehen 13 bis 16 Grad zu Buche. Der Wind weht dann leicht mit um die 9 Kilometer pro Stunde und das tut er aus Westen. Ja, und so geht's die kommenden Tage weiter, liebe Zuschauer. Hier ist der weitere Ausblick auf das, was da noch kommt. Und das ist nun mal, wir freuen uns sehr, das Wochenende. Vorher gibt's aber noch den Freitag. Ja, ab Freitag geht es wieder leicht bergauf mit den Temperaturen. Der Himmel bleibt dabei erstmal bedeckt und auch der leichte Regen bleibt uns erhalten. 12 bis 17 Grad gibt es bei einem leichten Wind aus Südwesten. Am Samstag meldet sich dann die Sonne wieder zurück. Der Himmel präsentiert sich leicht bewölkt und es bleibt trocken. Ja, und bei 12 bis 22 Grad können die kurzen Hosen wieder aufgetragen werden und der Wind weht nur schwach aus Nordwesten. Ja, und wie das dann am Wochenende weitergeht, beziehungsweise den genaueren Blick aufs Wochenende. Den werfen wir dann morgen hier an dieser Stelle. Das war's erstmal hier aus dem Regionalwetterstudio. Ihnen einen behaglichen Abend und damit zurück zu dir, Jakob. Vielen Dank, Tobias. Und das war's jetzt auch schon mit der heutigen Ausgabe von Regional. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie wieder mit dabei waren und wenn Sie gerne mehr Informationen haben möchten oder einfach die Sendung online nochmal nachschauen, dann besuchen Sie uns einfach auf unserer Internetseite unter www.mef-line.de oder auf glückauf.tv. Morgen sind wir dann wieder, wie gewohnt, für Sie zur Stelle. Bis dahin einen ruhigen Abend, machen Sie es gut und bis morgen.